Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Gothic 2. So, wir haben den ersten Drachen geschafft und wie man sieht, haben wir eine Menge Tropen gebraucht, um das hinzubekommen. Ich bezweifle mal, dass das der richtige Weg ist. Ich habe mich auch nochmal informiert, woran das liegt, dass er sich immer so schnell wieder heilt. Da sind sich einige Leute in der Community ein bisschen unterschiedlicher Meinung, denn die einen sagen, es ist definitiv ein Bug, wenn er sich so extrem schnell heilt. Also er soll sich wohl selber heilen. Das ist seit dem Add-on wohl normal, weil viele wohl gesagt haben, dass die Endbosse von dem Spiel, und das ist ja nun mal wirklich so, zu einfach waren. Früher haben die sich wohl nicht geheilt oder nicht so schnell geheilt auf jeden Fall. Und andere sagen, das ist ein Bug. Definitiv. Also ich finde es auch extrem krass. Das ist unglaublich. Angeblich kann man die mit einem Blitzschlag recht schnell killen, aber sobald ich einen Blitz aufhaue, der ist ja wieder geheilt, bevor ich den nächsten überhaupt auszaubern kann. So, das ist einfach nicht richtig. Also irgendwas ist da komisch. Wir werden es natürlich auch weiterhin versuchen. Was sollen wir auch machen? Gut, wir müssen uns jetzt noch mal um einige Spruchrollen kümmern. Ich hoffe, wir kriegen noch mal so welche. Wir werden es auf jeden Fall weiterprobieren. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach dem Hort von dem Drachen. Der hat ja gesagt, da ist nicht so einfach dran zu kommen. Ich sehe ihn aber auch nirgends so. Da hinten ist er. Wie soll ich denn da hinkommen? Es soll ja nicht so einfach. Der gibt. Fall da nicht runter, Junge. Fall da nicht runter. Du verletzt dich doch nur. Brichst du dir wieder einen Zahn ab oder irgendwas? Nein, nein. Guck mal hier, ich bin schon wieder unter Wasser oder irgendwas. Ich lade neu. Es macht keinen Sinn. So. Wir sind bei 65. Es läuft gut. Es läuft sehr gut. Da sind wir wieder. So, er ist da vorne irgendwie. Wie kommen wir denn da hin? Sprung! Ja, wir haben es überlebt. Kackdrache. Ja, da ist doch eine Ecke, wo wir uns vielleicht festhalten können. Nein, ist da nicht. Ey, das war meine Ecke. Ich habe es genau gesehen. Nein, halt dich doch fest da. Ich sehe es doch. Ja. 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 Da ist er. Lederbeutel. Oh, wir haben irgendeinen Bogen gekriegt. Na super. Edles Langschwert. Das ist ja langweilig. Lederbeutel. Lederbeutel. Schwarzes Erz, jetzt haben wir das schon wieder. Das habe ich schon mal gegessen, ne? Okay, wir versuchen uns auch noch mal runter zu kämpfen. Ob wir es schaffen oder nicht, das sehen wir ja dann. Weil das sind auf jeden Fall noch ein paar Erfahrungspunkte, die wir da noch farmen können. Bleib nicht wieder hängen, bleib nicht wieder hängen. Okay, wir speichern. Das hat schon mal geklappt. Okay, was haben wir für einen Bogen gekriegt? War der gut? Er war auf jeden Fall nicht so gut wie der, den wir schon haben. Jetzt haben wir den Eschenbogen dreimal. Langbogen. Buchenbogen. Kriegsarmbrust. Magische Armbrust, ja. Schwere Armbrust. Ist auch nur minimal besser. Und Armbrust haben wir einfach nicht gelernt. Also denke ich, mit unserem Bogen sind wir noch besser aufgehoben. Bogen sind wir besser aufgehoben. Wow. Wie kommen wir denn hier wieder raus? Da. Wir schauen mal, ob wir da ein paar Leute platt kriegen. Hallo? Kommt ihr bitte rauf? Warum haben wir nicht unser gutes Schwert? Hallo? Ah, gleich wieder zwei. Das ist. Nein, nein. Ich hab noch gar nicht losgesagt. Oh, bloß nicht zu. Ich bin ganz ruhig, entspannt und ausgeglichen. Es ist überhaupt kein Problem, dass wir die jetzt wieder nicht schaffen. Warum habe ich schon wieder? Ich probiere es mit dem Kleinen. Aber. Okay, nein, wir probieren es mit dem. Ist es auch nachher eine Einhandwaffe? Eine Einhandwaffe. Alter, wo ist der Ausgang? Ich sehe ihn nicht. Da. Direkt vor uns. Wir speichern hier nochmal, damit wir den gleich nicht nochmal suchen müssen. Ja,
Mit dem sind wir einfach deutlich schneller. Auch wenn es ein bisschen weniger Schaden macht. Hallo? Wollte ich so. Es sollte ein bisschen knapper werden, sonst ist es langweilig. Heilung hatten wir wo? Heilung ist auf der 5. Da ist sie gut. Da brauche ich nicht so lange nachsuchen. Schwert raus. Schwert raus. Nicht so tun, als ob. Zieh es auch wirklich raus. Und immer schön speichern. Warte. War noch gar nicht so weit. Mal einzeln. Mann, ich will jetzt einen weg haben, bevor ich gegen den nächsten kämpfe. Der haut mich jetzt die ganze Zeit, währenddessen ich den anderen abblocke da. Alter, guckt euch mal mein Leben an. Komm nochmal. Was soll der Geiz? Speichern. Weiter geht's. Aufgefüllt. Einmal das hier und das hier. Hätten wir gar nicht gebraucht. Kleiner Feuersturm. Flieh! Kleiner Feuersturm. Flieh! Kleiner Feuersturm. Flieh! Kleiner Feuersturm. Flieh! Kleiner Feuersturm. Ist kein kleiner Feuersturm mehr. Haben wir gespeichert? Ich weiß nicht mehr. Und wieder auffüllen, weil es sonst Spaß macht. Yay. Flieg, mein kleiner Feuerball. Flieg. Komm, der eine ist doch eigentlich schon tot. Er weiß es nur noch nicht. So. Warum klappt es nicht einfach immer so? So, mein Freund, jetzt bist du dran. Du musst doch irgendwie zu schaffen sein. Alter, du bist aus Feuer. Da muss doch irgendwas mit Eis funktionieren. Erzähl mir doch keinen. Eisblock. Also er ist ziemlich beschädigt. Dann haben wir noch einen Geysir hinterher. Er bleibt ja noch da hinten stehen. Das ist gut. Alter, wo sind meine Tränke? Nichts. Ich brauche den doch nicht einen Feuerball an eine Birne werfen. Der ist ein Feuertyp. Das macht dir mehr Schaden als Wasser. Da muss man mal drüber nachdenken. Aber was denn mit Eispfeil? Wir haben das alle schon mal gelesen, aber das war im ersten Gothic-Teil. Eispfeil habe ich nicht, ne? Nicht als Spruchrolle. Nee. Feuerpfeil. Feuerregen. Feuerregen. Damit kann man, glaube ich, die Drachen auch besiegen. Eiswelle. Eispfeil. 9. Wir versuchen uns nochmal mit draufrennen, sonst rennen wir wieder dran vorbei, obwohl da dürfen eigentlich keine mehr kommen. Komm her. Komm her. Ich will da nicht wieder am Rand mit dir kämpfen. So, mein Freund. In viele kleine Scheiben geschnitten.
Und nicht anders. So läuft das hier. Wenn der Boss sagt, du bist Geschichte, dann bist du Geschichte, Alter. Jetzt lasse ich aber einen raushängen. Ja. So, das war der erste Drache. Und der Weg zum Drachen haben wir jetzt auf dem Rückweg auch geräumt. 3. 3 sind wieder fies. Und noch so ein scheiß Golem. Kriegen wir das irgendwie hin, dass nur einer kommt? Meinetwegen auch 2. Wahrscheinlich sind eher 3. Und naja, nein, komm. Einer hätte da oben langlaufen können. Hätte ich den schon mal gemacht. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, jetzt guckt euch das mal an. Hier Einhandwaffen, das ist der Trick. Zwei Handwaffen sind einfach nur Schrott. Kurze Heilung. Warte mal, 5. Und geheilt. Und gespeichert. Und drauf zugerannt. So läuft's. Gespeichert. Jetzt machen wir den auch noch weg. Da heile ich mich nicht mal für. Ist doch ein Witz. Der kann doch nichts. Habt ihr gesehen? So läuft das hier. Ich bin auch gerade ein bisschen überrascht. Die noch. Jetzt machen wir die auch noch weg. Ganz einfach. Ein richtiges Werkzeug braucht man. Was steckt denn da drin? Runenmacht? What geht up? Und jede Menge Wolfsverlie, die habe ich nicht mal gesehen. Ja. Kann schon ein bisschen fauchen. Ich gehe aber noch einen Schritt zurück. Will nicht deine Kumpels anlocken. Nein, komm. Komm doch. Doch. Ja. Lass deine Jungs da hinten. Wir machen das unter uns aus, wir zwei. Jetzt läuft's. Alter, Runen macht. Lass uns gucken. Wo ist sie denn? Runen macht. Ne? Zwei Handwaffe. Ja, du bist schon raus. So einfach läuft das hier. Runen macht. Nein, fertig. Ganz einfach. Und Wunden geheilt. Schwert in der Hand. Speichern. Anlocken. Kurz hinter uns geguckt. Dass sie erst den Paarungstanz machen müssen, bevor die angreifen. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Der Drachen hauen wir mit der Einhandwaffe weg. Das war der Fehler. Wir hatten einfach die falsche Waffe. Aber wir kommen ja nicht ran. Das ist der schleudert uns ja immer so weg. Ja, mach du mal in Ruhe deinen Paarungstanz. Ich speichere in der Zeit. Ja. Jetzt läuft's. Ich bin wieder ganz optimistisch. Wir hatten einfach die falsche Waffe. Das kann doch jedem mal passieren. Falsche Werkzeug. Ich bin Handwerker, also ich bin das gewohnt. Wenn du scheiß Werkzeug hast, dann wird's nix. Komm, einer. Einer, komm, einer. Warum steht der... ja, 4. 4 geht auch. Ich hätte jetzt eher gerne nur einen gehabt, aber 4 ist auch okay. Kann man machen. Was macht ihr da? Hm.
Versuch wert. 5, na klar. 2, nein, das schaffen wir nicht auf keinen Fall. Aber 5, kein Problem. Wieso sollen wir die nicht schaffen? Ich kann doch nichts. Nun komm. Soll's herkommen. Digga, herkommen. Schritt vorwärts, auf mich zu und so. Ja, noch ein bisschen. Du triffst mich nicht. Du musst schon herkommen. Herkommen. Alter. Der ist wieder fies. Oh, Alter. Ich komme nicht dazu, zuzuhauen. Geht nicht. Nix, mit der Kniescheibe. Das vor allem das Geräusch passt ja auch noch so, ne? Dass er einem wirklich so einen kleinen Kick gibt. Ja, da brauchst du gar nicht gucken. Komm einfach her. Ja, ja. Ich probiere es jetzt noch einmal. Und dann scheiß auf die. Sollen sie halt da stehen bleiben und in ihrem eigenen Dreck verrotten. Hör auf, so blöde zu gucken. Du musst schon herkommen. Sonst kommen doch wieder deine ganzen Jungs, weil du mich nie besiegen wirst. Niemals. Komm, wende dich raus. Ich will nicht noch weiter zurück. Komm her. So, haben wir. Speichern. Wie kriege ich die jetzt hin, dass noch einer kommt? Oder zwei? Hm? Schauen wir einfach nicht. Es kommen immer alle. Es sind ja wenigstens mal nur drei. Okay. Das hat funktioniert. Beschweren. Voll geheilt. Gespeichert. Der eine hat doch jetzt hier vorne einen Weg angeschlagen. Wo ist er? Da ist er. Hallo. Angriff! Kannst du mal richtig ins Bild kommen? Ich sehe ja deinen bösen Blick gar nicht. Alter, wir haben ein Level abbekommen. Wow, dafür muss man nur einen Drachen töten. Und 5 Steingolems und 20 Echsenwesen. Allein für einen Drachen haben wir 5000 XP bekommen. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben ein Level abbekommen. Wow. Man muss hier 30 Drachen töten, damit man mal einen schafft vom Level her. Ja. Nein. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Jetzt ja. Wieder drei. Ihr Wichser. Einer klettert da oben rüber. Kommt der eine da unten lang? Nein, er klettert hoch. Ho, ha, hu, ha, hu, hu, ha, 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 hu,
unbesiegbar. Wir können drei Echsenmenschen platt machen. Wow. Unglaublich. Muss mir an den Kopf fassen. Ah, Leute. Ist das ein Kampf hier? Aber Einhandwaffe ist es einfach. Also ich brauche auch nichts. Also dieses Zweihandschwerter-Skill war totaler Quatsch. Ich bin da drin sogar besser, ne? Zweihänder 53%, Einhänder 44%. Jo. Das hätte man schenken können. Das ist totaler Quatsch. Ist hier noch mehr? Wo ich hier gerade die Gegend aufräume. Da ist ja der alte Turm von Zardas. Ist da wieder was zu holen? Was ist das? Ein Ring. Ring der Heiler, Ring der Priester, Ring der Priester. Haben wir Amulett der Priester? Habe ich, glaube ich, schon 5-mal nachgeguckt. Nein, haben wir nicht. Krieger, Krieger, Ring der Gewandtheit, Ring der Magie, Magie. Ring der astralen Kraft. Ring der Eisenhaut. Ring der Eisenhaut, Feuerring, Feuerring, Ring der Geisteskraft, Ring der Verteidigung, Ring der Steinhaut. Ring der Unbesiegbarkeit, Unbesiegbarkeit, Wasserring. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt neu ist. Sollen wir es versuchen, in Zardas alten Turm zu kommen? Und dann wieder eine Achterbahn-Wassertour machen? Haben wir schon mal probiert. Wir speichern, wir springen. Wir schwimmen. Wow, das hat gut geklappt. Okay, da steht schon mein Lurker rum. Den machen wir mal zuerst weg. Also wir müssen sowieso, wir müssen wieder überall vorbei gucken, ob wir irgendwo... Es sind ein paar Lurker mehr. Aber Lurker sollten ja jetzt kein Problem mehr sein. Ne? Ich komme da gar nicht hoch. Lurker, du musst dich noch einen Moment gedulden. Der schwimmt? Warte, lass uns an Land gehen. Ich kann im Wasser keine Waffe ziehen. Ja. Kommst du hier wieder hoch? Ja. Für dich ist das natürlich kein Problem. Ne? Was bist denn du? Du bist auch ein Lurker. Nein, du bist ein Varan. Weil sagen, wieso siehst du so komisch aus? Wer ist er denn? Hier rennt ein Drachentöter rum. Warum? Gibt es hier was Tolles? Kann man da wieder rein? Kann man da wieder rein? Es ist sehr dick, sehr flüssiges Wasser. Eine Truhe. Ah, wow, ja. Das war's wert. Ja, mach nochmal. Auch immer noch nichts drin. Jetzt ist gefüllt mit Meerwasser. Oder Seewasser, wie auch immer. Links, rechts. Links, links, rechts, rechts. Links, links, rechts. Echt jetzt? Hm. Man glaubt es kaum, aber so spektakulär ist es jetzt nicht. Was ist denn für eine Spruchrolle? Irgendwie Verwandlung, irgendwas. Du Zardas, du hattest schon mal bessere Sachen in deinem alten Gebäude. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder lebend weg? Ich könnte mich einfach wegteleportieren. Das wäre der einfachste Weg. Ein Fisch? Versuchen wir wieder, ob wir wieder Achterbahn fahren können. Wir speichern vorher, weil wegteleportieren können wir uns ja trotzdem noch von hier. Nicht unbedingt, wenn wir im Wasser sind. Müssen wir da eigentlich auch noch mal hin? Da waren wir auch noch nicht, ne? Es geht los. Nein, geht es nicht. Wir kommen nicht über die Kante. Ehrlich, es spült mich da wieder hin? Das Wasser fließt hier bergauf? Ja. Und wir ersticken. Ich komme nicht wieder über Wasser. Hä? Ja. Jetzt laufen wir einfach unter Wasser, aber kein Problem. Denn wir haben hier unten Sauerstoff. Oh, du. Jetzt mal ehrlich, wer von den ganzen Gothic-Let's Playern kann euch das bieten? Dass wir ja einfach ganz entspannt unter Wasser herlaufen. Vielleicht ist hier noch was. Ich ziehe das jetzt durch, das ist mir egal. Ihr wolltet das sehen.
spült uns gleich einfach wieder nach oben. Ich kann ja auch... Also schwimmen geht nicht mehr. Schwimmen ist kaputt. Ich muss jetzt laufen. Kann ich springen? Nein, kann ich auch nicht. Ich kann nur laufen. Tut mir leid. Also das letzte Mal bei Gothic 1 haben wir das ja auch probiert hier. Und da waren wir ein bisschen schneller unten. Da waren wir auf einmal im Sumpfgebiet. Da wollten wir gar nicht hin. Ich komme nicht mehr raus. Also die Wasseroberfläche ist so steinhart. Oberflächenspannung nennt man das. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich bei Wasser. Ich teleportiere mich weg. Es bringt ja nichts. Wir kommen hier nie wieder weg. Teleportation zu Burg. Was anderes haben wir hier nicht. Das wäre auf der 10. Wir müssen Mana nachfüllen. Leute, es ist abgekackt. Ja. Also das mochte das Spiel wohl nicht. Ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Ich kann auch Escape drücken. Wir laden. Und zwar den Quick Save. Alles klar. Wir sind wieder im Wasser. Ja, komm. Ich habe nie gesagt, dass das Spiel bugfrei ist. Also mit keinem Wort. Ich habe nur gesagt, die haben viele Bugs behoben. Das heißt noch lange nicht, dass alle weg sind. Oder noch mal liegen lassen? Nein, das sind nur die Lurker. Guck mal, da sieht es ja so aus, als wenn wir aus dem Wasser kommen würden. Ein Lurker. Mal was ganz Neues. Oh, der hat aber Durst. Guck mal, der trinkt. Trinkt dir nochmal einen ordentlichen Schluck. Dann hast du vielleicht eine kleine Chance für mich. Ich bin der Drachentöter. Bob, der Schläfertöter und Drachentöter. Alter, ich bin doch weltbekannt hier. Und alle gehen mir nur auf den Sack. Alle wollen sich nur mit mir anlegen und sich mit mir schlagen und prügeln. Also das war die alte Feste. Guck an. Wo wir Urshak das erste Mal getroffen haben. Damit er uns das Ulubulu machen kann. Das ist nur der Weg, der dahin führt. Jo, dann gehen wir hier wieder runter. Guck mal, die alte Feste von Gothic 1. Hm. Wo wir den Knopf gedrückt haben, was uns absolut nichts gebracht hat. Ja, nur warte, warte. Ich hatte die Waffe nicht ausgerichtet. Fair play. Da kannst du dich ruhig schütteln. Wo ich keinen schlage, da wächst kein Gras mehr. Wir müssen Mana auffüllen. Warte kurz. Da, Mana aufgefüllt, fertig. Nein, komm, jetzt machen wir es richtig. Dann können wir auch Tränke nehmen und uns heilen. Wenn wir eh schon dabei sind. Dann ist fürs nächste Mal voll. So. Was ist denn das hier eigentlich? Wirkung schwarzes Erz. Es heißt wirklich so. Wirkung unbekannt. Ich habe meine Heilung wieder weggeklickt. Naja. Heilung 5. So. Wir sind jetzt hier in der Nähe von Zardas neuen Turm. Oh, das sind ein paar mehr. Wir speichern. Ich will mir nicht nachsagen lassen, dass ich mich nicht darum gekümmert habe, hier vernünftig zu leveln. Also das kann ich ja nur wirklich nicht sagen. Zack, 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 zack. Und Mitte. Und noch einen. Nichts zu holen. Ich habe ja auch gedacht, diese Drachenklinge oder Drachenschneide, die wir haben, ist schon der Shit. Ich meine, das ist auch immer noch unsere beste Waffe hier davon ab, aber ich dachte, das wäre so eine ganz geheime, die man nur da in der Höhle finden kann. Und das ist eigentlich auch Standardvorbereitung, überhaupt in Gothic die Bosse machen zu können hier. Und dann kann man die einfach kaufen. Also hier waren wir schon drin, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nach dem letzten... Ich nehme erst den. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, dass hier nichts dabei drin ist. Die mag ich. Da kann man einfach richtig drauf einprügeln. Die weichen nicht aus, nichts. Usch. Ja gut, aber eingesammelt haben wir hier soweit alles. Also hier gibt es nur noch XP. Speichern. Was war das? Goldene Schale. Oh, guck. Da reicht aber. Wir sind ja Gold, Buddler. Heißt das ja hier.
Das letzte Mal auch so eine Riesenhöhle? Könnte sein. Da springen wir mal ein bisschen schneller. Das kommen wir ja nie ans Ziel. Was war das? Minecrawler-Zange. Die liegt hier einfach so rum. Die geben die doch nicht freiwillig ab, oder? Guck dich mal. Na gut. Haben wir das auch gesehen? So, in den Höhlen fällt er erstmal auf, wie milchig das Bild bei euch ist. Weil ich das Kamera so gedreht habe, dass ihr im Dunkeln besser was sehen könnt als ich. Boah, das sind schon wieder voll viele, ne? Unwetter, mal probieren. Das hat auch eigentlich ganz guten Schaden gemacht. Oder müssen wir Mana nochmal auffüllen? Wir speichern und probieren's. Warte mal, was war denn jetzt Unwetter? 10. Okay. Weil solange ich zauber, ist das ja Latte, ne? Es sei denn, die bringen einen natürlich vorher um. Dann funktioniert es nicht so gut. Es hat nicht viel gefehlt. Er hatte schon fast die Hände wieder zusammen. Die kommen doch erst ganz langsam, wenn der erste einen so hat. Er zieht sein Schwert doch einfach nicht. Ist doch Blödsinn, warum? Reicht doch besser blöde stehen und warten, bis die vom Gewitter getroffen wird. Ich wollte sie alle auf einmal. Natürlich. Ach, guck mal, es sind gar nicht alle. Da steht sogar noch einer rum. Können Sie mich bitte in Ruhe lassen? Ich bin eigentlich gar nicht so ein Fiesen. Ich kann auch ganz nett manchmal. Ach, guck, da sind noch mehr. Ja. Ach, noch mehr. Ja, natürlich. Warum denn nicht? Was ist hier los? Was ist hier los? Massenschlägerei. Ich bringe da ein paar Drachensnapper mit. Was habe ich dir denn jetzt getan? Die Menschen sind alle tot. Okay. Kann man machen. Ich versuche den jetzt mal aus dem Weg zu gehen. Guck mal, da ist doch so ein Belia-Schrein. Da konnten wir doch einen anderen Zauber auswählen. Können wir das jetzt gar nicht mehr tauschen? Oder ist das jetzt instant immer diese Belias Kacke da? Klaue Belias verbessern. Lebensenergie minus 5. Insektenschwarm. Was habe ich denn jetzt erhalten? Was ist das? Ein Wächter erschaffen. Also man kriegt eigentlich nie das, was man haben will, ne? Und die sind doch voll scheiße. Was kostet das? 60. Ja. Das sind doch diese goldenen Kackdinger. Die habe ich doch schon vor, keine Ahnung, wie viele Folgen platt gemacht. Beschworener Steinwächter, ja, dann komm mal mit. Wir haben da ein bisschen was zu erledigen. Kannst du schwimmen? Mach dir keine Sorgen, ich auch nicht. Wir kommen ja auch nie wieder raus. Ist doch egal, der läuft einfach unter Wasser. Oh nein, wir kommen genau hier an Land. Ja, ja, natürlich, warum nicht? Ja, die sind gut. Effektiv. Alter, der hat mich jetzt wieder ins Wasser geschmissen. Der Penner, ey. Aber die schwimmen cool. Doch, die sind schon total gut. Also mit denen kann man was anfangen. Da ist wieder eins von diesen. Ich versuche euch zu helfen, aber ich... Alter, ich kann euch nicht helfen. Hallo? Könnt ihr alle mal eure Waffen ziehen? Hier sind ganz viele böse Viecher.
Die hauen mit der Faust zu. Ich hab einen scheiß Wächter bekommen, ey. Ihr könnt mich mal. Komm, Golem. Wir machen das jetzt. Gehen schon ab, ne? Also die Golems sind echt eine Nummer. Hinter dir. Da voll das Maschinengewehrfeuer da. Da, ihm ist die Energie ausgegangen. Mein Golem ist Geschichte und ich habe wieder nicht gespeichert. Verdammte Scheiße. Weg hier, weg hier. Wir müssen wieder rein. Drin ist noch schlechter. Ich meine draußen. Ich sehe auch schon wieder nichts. Wir brauchen einen kurzen, stillen Moment. Regenerationszeit. Er schleicht immer noch hinter uns her. Nein, nein. Nein, da sind doch überall. Ah! Leute, wir sind so gut. Und eigentlich so. Alter, guck mal, überall Orks. Überall. Ja. Ja, wir sind bei über 40 Minuten. Die Folge ist zu Ende. Wir haben es gerade mal vom Berg runter geschafft. Und alles, was rumläuft, killt uns. Alles. Es ist zum Kotzen. Echt zum Kotzen. Oh, oh, tut mir so leid. Ich will das Spiel so nicht spielen. Das macht so keinen Spaß, ey. Oh, Mann, 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 Mann. Was soll ich denn noch machen? Ich kriege doch diesen nächsten Kreis der Magie nicht. Warum nicht? Weil, weil ich das Level noch nicht erreicht habe. Weil eigentlich im nächsten Kapitel erst, die haben mir geschrieben, oder die, da in der Beschreibung, wie man die Drachen tötet, haben die geschrieben, da musst du Feuerrune, Feuersturm einsetzen. Alter, Feuersturm, Feuerregen. Die gibt es einfach noch nicht. Wie können die denn den Kreis des Feuers schon geschafft haben, so weit, dass sie den Feuerregen können? Es hängt doch irgendwie am Kapitel. Das ist doch total bescheuert. Und das nächste Kapitel kommt doch erst, nachdem ich die Drachen getötet habe. Verstehe ich nicht. Es ist alles sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Gut, es wird noch ein richtiges Gefeit. Es ist einfach so. Wir kommen nicht raus aus der Nummer. Ich gehe jetzt nochmal Anfang nächsten Folge die Städte ab. Versuche dann noch an Runen alles zu bekommen oder an Schriftrollen, um irgendwie die scheiß Drachen zu besiegen. Und dann kämpfen wir uns hier noch durch. Also wir müssen noch einige Orks anglauben. Es wird halt ein einzelnes Rausgelocke, Gekämpfe, Gefeite, Golem erschaffe, was weiß der Geier. Alter. 500 Volt. Minimum. Unglaublich. Alter. Gothic 3 wird besser. Ehrlich, es wird wirklich besser, weil Gothic 3 ist nicht so dermaßen hardcore hier wie Gothic 2. Es ist so extrem krass. Heftig. Aber nun, irgendwie werden wir das schon schaffen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.